Eis und Berge. Weite Land. Ein Sturm zieht auf, fegt imposant durch weite Gletscher, all die kalten. Durch Mauern, Ritzen, Wände, Spalten. Ein Sturm in allen Meereswinden verteilt in bodenloser Leere. Der Sturm will suchen, zeigen, finden, als ob das alles gar nichts wäre. Ein Sturm zieht auf und trifft auf Feuer, fährt blind hindurch, ein Ungeheuer in seiner ursprünglichsten Form. Ein Sturm zieht auf und trifft auf Eis. Er rast hindurch, die Welt wird weiß. Die Welt wird dunkel, die Welt wird hell. Eis und Berge, Feuer, Land. Hey und hallo zusammen, ich bin's mal wieder, Tom David vom Drohnenhandbuch. Heute habe ich die DJI R2S für euch mit nach Island genommen und werde sie testen. Einen Produktlink gibt es wie immer in der Beschreibung direkt unter dem Video. Daumen nach oben und Abo nicht vergessen. Stay tuned and fly safe. Die DJI R2S Drohne kann man überall hin mitnehmen. Dank ihrer kompakten Größe passt sie nämlich in jeden Rucksack. Außerdem wiegt sie mit nur rund 590 Gramm gerade mal ein kleines bisschen mehr als eine Packung Pasta und ist somit ein idealer Reisebegleiter. Die Drohne startklar zu machen dauert nur wenige Sekunden. Natürlich werden dazu keinerlei Werkzeuge benötigt. Die bauliche Qualität ist hoch. Das Gehäuse besteht zum größten Teil aus verstärktem Polymer Engineering Plastik, das zweifellos auch die eine oder andere Erschütterung aushalten und die Technik im Inneren der Drohne zuverlässig schützen kann. Bisher top. Eine negative Sache fällt allerdings auf. Der Look ist eher langweilig. Es gibt schon gut ein Dutzend anderer Drohnen von DJI mit demselben Design. Je leiser Drohnen im Betrieb sind, desto weniger stören sie Umstehende, was zunehmend wichtiger wird. Deshalb haben die Schnellverschlusspropeller abgerundete Spitzen, die die Drohne im Betrieb leiser machen. Und das ist auch ein erster guter Schritt, allerdings keine Neuerfindung. Die Bedingungen sind super harsch. Es stürmt, es schneit und es ist eiskalt. Und ich möchte jetzt schauen, ob die DJI R2S selbst damit noch klarkommt. Ich möchte jetzt ein, zwei coole Shots von dieser Kirche hinter mir aufnehmen. Probieren wir es doch einfach mal aus. Ich bin absolut fasziniert. Die DJI R2S schlägt sich super, als wären wir am Strand, als würde kein Lüftchen wehen, als hätten wir 20 Grad. Die fliegt und fliegt und macht einfach genau das, was sie soll. Absolut beeindruckende Technik. Die DJI R2S hat ein neues Übertragungssystem verbaut, O3. Normale Drohnen haben eine, maximal zwei Antennen installiert, die neue R2S gleich vier. Und einmal in der Luft setzt sie damit auch neue Maßstäbe. Bis zu 12 Kilometer Reichweite lassen die Konkurrenz alt aussehen. Und obwohl ein Praxistest der Gesetzeslage wegen leider nicht durchführbar war, lässt sich sagen, die Drohne fliegt und fliegt und das Signal bricht einfach nicht ab. Eine bessere Verbindung habe ich bei bisher keiner Drohne gesehen. Absolut spitze.
Aber Fernbedienung und Reichweite sind natürlich nur bedingt interessant. Denn wenn die Flugzeit super kurz ist, ja, dann kann man natürlich die Reichweite gar nicht ausnutzen. Aber zum Glück bleibt die DJI R2S unter normalen Bedingungen etwa 24 Minuten lang in der Luft, bevor ihr dann die Puste ausgeht. Je Akku braucht man rund 90 Minuten, um ihn wieder aufzuladen. Bevor ich es vergesse, auch die multiple Ladestation ist natürlich eine Erwähnung wert. Einfach bis zu 3 Akkus befestigen und sie werden einer nach dem anderen ganz friedlich aufgeladen. Im Cine-Modus fliegt die Drohne nur maximal 18 km/h schnell. Im Normal-Modus bringt sie es auf 54 km/h und im Sport-Modus sogar bis auf 68 km/h. Jetzt endlich kommen wir zum interessantesten Teil des Videos. Wir wollen uns die Kamera der DJI R2S näher anschauen, aber noch ein kurzes Wort vorab. Ihr könnt euch zu meinem Kurs anmelden, der sich nennt Filmen mit Drohnen. Da zeige ich euch, wie ihr mit genau solchen Drohnen wirklich kinoreife Aufnahmen erstellen könnt. Einen Link findet ihr in der Beschreibung direkt unter diesem Video. Aber jetzt fokussieren wir uns auf die Kamera der DJI R2S. Das Hauptkaufargument der DJI R2S ist die voll gimbal-stabilisierte 22 mm Weitwinkelkamera. Hier setzt DJI neue Maßstäbe und sich wirklich weit von der Konkurrenz ab. Bereit für den ersten Hammer? Die Miniaturkamera hat einen echten 1-Zoll-Sensor verbaut, wie man ihn sonst nur von deutlich größeren und teureren Modellen kennt. Der vergrößerte Sensor ist genau das, was ambitionierte Filmemacher, Fotografen und Content-Creator sich gewünscht haben. Denn ein größerer Sensor bedeutet unter anderem eine höhere Bildqualität, außerdem verbesserte Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und eine verbesserte Dynamic Range. In diesem Falle sind es sogar ganze 12,6 Stops Dynamic Range. Das ist brutal und speziell bei schwierigen Lichtverhältnissen sieht man, wie gut sich der neue Sensor wirklich schlägt. Die Aufnahmen sind absolut klar und detailreich. Bereit für ein weiteres Mega-Upgrade? Die Drohne kann nicht nur in 4K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde aufzeichnen, sondern auch noch obendrauf in 5,4K. Ja, richtig gehört, 5,4K. Die super hohe Auflösung stellt sicher, dass man die eigenen Videos auch noch in 10 oder 15 Jahren wird genießen können. Außerdem bietet einem eine derart hohe Auflösung auch noch etliche kreative Bearbeitungsmöglichkeiten an. Zum Beispiel kann man ohne Qualitätsverlust in die Aufnahmen hineinzoomen. Oder aber man erstellt manuell eine Bewegung, wo eigentlich keine ist. Hört sich 5,4K noch immer etwas kryptisch und abstrakt an? Keine Sorge, hier ist ein Vergleich zu anderen Auflösungen. Und man erkennt natürlich leicht, warum 5,4K die Zukunft gehört. Aber die Videos sehen nicht nur der ultrahohen Auflösung wegen so gut aus. Das verdanken sie außerdem der Bitrate von 150 Mbit pro Sekunde. Die allermeisten Consumer-Drohnen kommen bis heute nicht über 100 Mbit pro Sekunde hinaus, wenn überhaupt. Auch hier setzt die DJI R2S neue Maßstäbe. Aber natürlich höre ich euch schon fragen, kann mein Computer eine so hohe Auflösung überhaupt bewältigen? Ganz ehrlich? Die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt. Und überraschenderweise ließen sich sowohl die MOV als auch die MP4-Dateien an meinem MacBook Pro komplett problemlos und ruckelfrei bearbeiten. Damit hatte ich zugegeben eigentlich nicht gerechnet. Vergessen sollte man auch nicht, dass die Drohne nicht nur einen Standard-Farbmodus an Bord hat, sondern auch noch D-Log. Das ist ein sonst nur deutlich teureren Drohnen vorbehaltenes Farbprofil. Ja, die Aufnahmen sehen natürlich erstmal etwas verwaschen aus. Aber das ist wunderbar, denn so werden etliche Details mehr mitgespeichert, die ansonsten einfach weg wären. Und D-Log-Aufnahmen lassen sich einfach perfekt farbkorrigieren. Die allermeisten Kameras zeichnen mit 8-Bit Farbtiefe auf. Das heißt, dass sie in der Lage sind, ganze 16,7 Millionen verschiedene Farbtöne aufzuzeichnen. Hört sich gut an? Ja, schon. Aber 10-Bit nimmt nicht nur 16,7 Millionen Farben auf, nein, nein, sondern ganze 1,07 Milliarden Farbtöne. Bam! Das hier ist eine wirklich anspruchsvolle Kamera im Mini-Format. Wer mit dem Finger auf das Display des Smartphones drückt, kann den Gimbal der Kamera frei bewegen. Und nicht nur hoch und runter, nein, nein, sondern ganze 60 Grad nach links und 60 Grad nach rechts. So lassen sich super kreative Aufnahmen erstellen. Der zu den Seiten hin drehbare Gimbal ist ein vollkommen unterschätztes, in meinen Augen aber super wichtiges Upgrade, das wirklich einen großen Unterschied macht. Auch erwähnenswert ist, dass die Drohne mit 8 GB internem Speicher ausgerüstet ist. Das ist zwar wirklich nicht viel, aber immerhin ein kleines Backup sollte man mal seine MicroSD-Karte vergessen haben.
Und bevor ich es vergesse, YouTube komprimiert alle Aufnahmen wirklich ziemlich stark und mein Video ist außerdem nur 4 und nicht 5,4K. Deshalb habe ich originale und unbearbeitete Aufnahmen der DJI R2S in 5,4K auf meine Website hochgeladen. Du kannst sie dir jederzeit kostenlos und natürlich ohne Registrierung herunterladen. www.drohnenhandbuch.de/rohmaterial. Und jetzt natürlich noch die Fotografie. 20-Megapixel-Bilder, entweder JPEGs oder im RAW-Format, können mit nur einem Knopfdruck aufgenommen werden. Und die Qualität überzeugt auch hier. Die Aufnahmen sind scharf, nur minimal verzeichnet und selbst verloren geglaubte Details in den schattigen oder in den superhellen Bildbereichen kann man ganz leicht wieder ins Leben zurückholen. Klar, die Kamera hat ja auch einen 1-Zoll-Sensor verbaut. Ich kann mir die Drohne sowohl im privaten als auch im kommerziellen Einsatz gut vorstellen. Außerdem an Bord sind natürlich etliche Fotomodi. Unter anderem ein AEB-Modus. Oder aber ein Selbstauslöser, klar, wer will nicht mal ein Selfie machen. Außerdem kann die Drohne auch HDR-Fotos eigenständig aufnehmen und zusammenfügen. Und in dunkleren Umgebungen, da lohnt sich der Hyperlight-Modus. Natürlich kannst du dir nicht nur originale Video, sondern auch Fotodateien der DJI R2S kostenlos und ohne Registrierung auf meiner Website herunterladen und testbearbeiten. Nochmal: www.drohnenhandbuch.de/rohmaterial. Und wie findet ihr die Kamera der DJI R2S Drohne? Und habt ihr irgendwelche Wünsche für zukünftige Drohnen? Ab damit in die Kommentare! Außerdem an Bord sind natürlich massenweise Funktionen und Features. Zum Beispiel die neue und überarbeitete Tracking-Funktion der Drohne, mit der man Menschen oder Objekte automatisch verfolgen kann. Active Track 4.0. Einfach auf dem Smartphone-Display die zu verfolgende Person markieren und schwupps, die Drohne übernimmt die Kontrolle. Die Tracking-Funktion findet Objekte selbst dann zuverlässig wieder, wenn sie kurzfristig zum Beispiel verdeckt waren. Es gibt noch ein komplett neues Feature für Anfänger und Social-Media-Enthusiasten – Master Shots. Einfach auf dem Smartphone ein zu verfolgendes Objekt oder eine zu verfolgende Person auswählen und die Drohne erstellt dann in Eigenregie verschiedene Aufnahmen. Diese fügt dann die App auch vollautomatisch zu einem coolen Clip zusammen. Und natürlich kann man unter vielen verschiedenen Presets das passende auswählen. Die DJI R2S Drohne ist mit der modernsten Sicherheitstechnologie ausgestattet. Unter anderem an Bord sind ein GPS und ein GLONASS-Modul. Mit diesen kann die Drohne im Notfall immer automatisch zur Startposition zurückfliegen und sicher landen. Außerdem an Bord ist ein wirklich fabelhaftes Antikollisionssystem. Die Kameras tun einen fantastischen Job. Sie zeigen nach vorne, nach hinten, nach oben und nach unten. Nur Kameras, die zu den Seiten zeigen, wurden leider nicht verbaut. Das ist ein erster kleiner Nachteil. Jetzt ein großer Vorteil. Die DJI R2S Drohne ist die allererste, die einen ADS-B-Empfänger an Bord hat. Damit kann die Drohne rechtzeitig vor einer Kollision warnen, wenn ein anderes Flugzeug oder ein Helikopter zu nah sind. Dann kriegt man auf das Handy eine Notification und kann dann die Drohne landen. Manned aircraft approaching. Fly at a safe altitude. Aber Achtung, speziell kleinere Flugzeuge senden manchmal kein ADS-B-Signal. Deswegen auch weiterhin bitte nicht in der Nähe von Flughäfen fliegen. So, liebe Freunde, zusammenfassend gesagt ist die DJI R2S Drohne ein super Upgrade für anspruchsvolle Filmer, Fotografen und Content Creator und einfach für jeden, der hohe visuelle Ansprüche hat. Zwar hat die Drohne selbst nur wenige, dafür aber wichtige Upgrades an Bord. Zum Beispiel das neue und super starke Übertragungssystem oder aber die gute Flugzeit. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich, wenn man schon das Vorgängermodell besitzt, dann sind das nicht unbedingt ausreichende Kaufgründe. Die Kamera macht den Unterschied und ist das Hauptkaufargument der DJI R2S. Einfach gesagt, die Kamera rockt. Der 1 Zoll große Sensor ist sowohl für Fotografen als auch für Filmemacher top.
12,6 Stops Dynamic Range sind unglaublich und echte 5,4K-Videos sind der absolute Oberhammer und machen deine Videos zukunftssicher. Ich werde die DJI R2S auf jeden Fall nutzen. Ein so kleines und leicht zu steuerndes Modell mit einer so derart mächtigen Kamera ist genau das, worauf ich persönlich gewartet habe. Ich meine, wenn das langweilige Design der Drohne mein größter Kritikpunkt ist, dann sagt das doch eigentlich alles aus. Die DJI R2S ist das wohl beste Consumer-Modell in 2021. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt nicht vergessen, auf den Produktlink in der Beschreibung unter diesem Video zu drücken. Da könnt ihr dann den aktuellen Preis der Drohne checken und sie euch bestellen. Natürlich nur dann, wenn ihr euch genauso sehr in sie verliebt habt, wie ich das getan habe. Ich grüße euch jetzt aus Island und kann euch nur ans Herz legen, euch auch noch meinen Kurs anzuschauen, www.drohnenhandbuch.de/Kurse, denn dann lernt ihr, wie ihr mit so einer kleinen Drohne richtig cineastische, kinoreife Aufnahmen erstellen könnt. Alle Links sind in der Beschreibung direkt unter diesem Video. Einfach mal reinschauen, draufklicken und ich hoffe, ich sehe... Dann ist man direkt am Ende und dann macht man so einen Fehler. Und ich hoffe, ich sehe euch bald wieder. Wollte ich noch sagen, Daumen nach oben und Abo nicht vergessen. Viele Grüße aus Island. Ich weiß, es war jetzt etwas emotional, aber ich hoffe, das verkraftet ihr.